Sie sind wieder da. Sie lauern überall. Und du musst sie finden. Und ich schnapp sie mir alle. Ich will der Allerbeste sein. Pokémon Go erobert gerade Amerika und hat einen wahren Hype ausgelöst. Demnächst kommt die App für Smartphone auch nach Deutschland. Wir schauen heute mal, welche Pokémon sich so in Oldenburg verstecken. So, das hier scheint jetzt es sieht auf jeden Fall sehr bösartig aus, ein Pokémon zu sein, das beim PFL wohnt. Ich versuche das jetzt mal zu fangen. Oh, und da ist es auch schon, beim PFL. Unglaublich. Nebulak heißt es und es sieht nicht sehr angenehm aus. Jetzt versuche ich es zu fangen, dafür muss ich warten, bis der Kreis ganz klein ist, der grüne. Und dann muss ich diesen Ball mit Schmackes dagegen schleudern. Ja, wenn man es nicht richtig macht, dann fängt man es leider nicht. Ja! So, jetzt muss man noch gucken, ob er auch tatsächlich drin bleibt. Bei den stärkeren Pokémons kann es sein, dass er dann nochmal rausspringt. Dann muss man ihn nochmal fangen. Ja, gefangen! Der gehört mir. So, jetzt direkt im Park hinter der St. Peter Kirche finden wir Nidoran. Oh mein Gott. Ein Pokémon, das süß, aber irgendwie auch gefährlich aussieht. Ich versuche es jetzt mal zu fangen. Hey. Gleich beim ersten Mal. Unglaublich. Okay, weiter geht's. Manchmal sieht man, dass auf der Karte hier vorne, dass so ein paar Blätter hochfliegen. Da versteckt sich ein Pokémon. Also wenn man da in die Nähe geht, dann kann man sicher sein, dass man auch ein Pokémon findet. Wenn man hier mal drauf drückt, dann zeigt einem das auch an, wo der Pokéstop ist. Und hier zeigt er jetzt die vergrabene Lok an. Die habe ich noch nie in Oldenburg gesehen. Aber das ist natürlich auch ganz gut an dem Spiel, dass man so ein paar Stellen findet in seiner Stadt, die man sich vorher noch nie so genau angeguckt hat. Das funktioniert so gut mit dieser Kartengeschichte, weil eine Firma von Google das für Nintendo programmiert hat und die natürlich auf alle Daten zurückgreifen können, die Google mit seinen Google Maps gespeichert hat. Das ist so eine Art Geocaching für Pokémon-Freunde oder wie meine Tochter sagt, eine tolle Schatzsuche. Jetzt sind wir auf dem Julius-Mosen-Platz gelandet. Hier soll sich eine Pokémon-Arena befinden. Das sieht man hier an diesem wunderbaren Symbol. Das Problem ist nur, wenn ich drauf drücke, sagt er mir, dass ich noch nicht genug Erfahrung habe als Pokémon-Trainer. Man kann leider erst ab Stufe 5 kämpfen. Ich müsste also noch 10 oder so andere Pokéstops oder Pokémons fangen, damit ich dann diese Stufe erreiche. Dann kämpft man tatsächlich hier um die Vorherrschaft in Oldenburg mit seinen Pokémon. Kleines Fazit von mir zu Pokémon Go. Macht tierisch viel Spaß, ein bisschen süchtig, liegt vielleicht auch eine kleine Gefahr drin. Aus den USA hört man schon Fälle, dass Verbrecher irgendwelchen Pokémon-Jägern Fallen gestellt haben und sie dort ausgeraubt haben. Das wird in Deutschland nicht passieren. In Oldenburg wird es wahrscheinlich so kommen, dass jede Menge Kinder durch die Stadt rennen werden und dort Stellen kennenlernen werden, die sie vorher noch nie gesehen haben. Und wenn der Krieg nicht gestorben ist, dann sucht er wohl noch heute.